Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Visage. Ich höre sie schon die ganze Zeit an die Atmen. Wunderschöne Begrüßung. Na okay, dann machen wir die Begrüßung erstmal hier im Bildschirm. Ja, ihr Lieben, ich habe mir die letzten Folgen angeguckt. Es ist auch dann meine Nacht vergangen. Und ist was aufgefallen, die hat mich jetzt gerade umgebracht. Alter, das kann sie doch nicht machen. Ich habe nämlich eine Sache übersehen, oder mehrere Sachen übersehen, sagen wir das mal so. Wenn der Ladebildschirm mal fertig wird. Der Raum, wo wir gerade standen, wo sie uns gerade abgemurkst hat. Gibt es ja diese Kerzenhalter und die habe ich als einziger nicht gemacht. Hierfür brauchen wir eine Kerze. Warte, ich zeig's euch mal kurz. Ich habe es auch nicht richtig gesehen. Ganz oben über den Uhren seht ihr die drei Kerzenhalter und in der Mitte, glaube ich, ist eine Kerze, die als einziger leuchtet. Und ich glaube, ich will das hier gerade. Und ich glaube, deswegen ist dieses Rätsel in diesem Raum noch nicht gelöst. Ist jetzt nur das Problem, woher bekommt. Ist fertig. Ich glaube, ich bin auch nicht so schreckhaft wie in den letzten drei Folgen. Gänsehaut habe ich trotzdem. Ja, die Kerze müssen wir jedenfalls finden. Ich weiß nicht mal, wo eine liegt. Ich glaube, ich weiß, wo eine liegt noch. Da sage ich nein, ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich es auf einmal. Da wollte ich auch gerade hin. Wenn die mich jetzt die ganze Zeit abmokst, ich glaube, ich fresse ein Stück Stulle. Hier sollte eigentlich eine sein. Hier war eigentlich auch mal eine. Wir müssen erstmal auf Kerzensuche gehen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass sie mich jetzt permanent umbringt. Dann habe ich, glaube ich, sehr blöd abgespeichert. Ich würde gerne das Rätsel lösen. Oder wir lassen das Rätsel erstmal und gehen nochmal zum Opa. Nämlich da haben wir uns auch überhaupt nicht umgesehen in diesem Raum und sind eigentlich sofort weitergelaufen. Omi. Ich glaube, wir haben das jetzt so blöd getriggert, dass sie uns jetzt permanent umbringt. Ich glaube, wir waren hier hinten nämlich noch nicht. Und diese Wand sieht eigentlich auch von hier hinten komisch aus. Ich glaube... Ja. Ich glaube, da habe ich in der letzten Folge auch mal raufgeguckt und dachte mir, sieht die komisch aus? Ach nee, Quatsch. Wenn wir schon den Opa umbringen können, wir haben ja einen Schlüssel bekommen, hier wird nichts mehr weiter sein. Dann wird das wahrscheinlich der Schlüssel dazu sein, ja. Ja, Leute, man braucht gelegentlich wirklich einen zweiten Durchgang. Ich hoffe, die kommt jetzt hier so nicht rein. Wobei, ich sollte die Tür auflassen, damit wir... vielleicht abhauen können. Noch ein Teil.
Sollte ich vorsichtshalber speichern? Speichern ist aktuell nicht möglich. Opa. Oh Gott! Wenn der jetzt vor der Tür steht. Weg, sie noch nicht. Kerze. Wir brauchen immer noch eine Kerze. Was habe ich denn da jetzt gerade eingesteckt? Verdammt, ich habe mal so viele Kerzen gesehen. Was denn hier? Okay, ich glaube, dieses Rätsel hatten wir schon mal gelöst. Alter, jetzt mach die. Ja, nee, die hockt da oben wieder. Das? Ja! Bitte bring mich jetzt nicht um, wenn ich gerade eine Kerze gefunden habe. Ich weiß nicht, ob die randommäßig wieder spawnen oder so bleiben, wie sie sind. Ich glaube, sie geht uns wirklich nach einer Weile automatisch. Ich muss sagen, ich bin echt nicht so schreckhaft wie wenn man müde ist. Da war ich ja wirklich schreckhaft. Ich darf das Spiel nicht, wenn ich todmüde spielen. So, außen ist hell. Licht ist vorsichtshalber noch an. Ich habe aber das Gefühl, dass wir so dämlich abgespeichert haben, dass... ja, nein. Im Vollcyber-Tabletten. Nein! Vielleicht liegt sie ja unten, da wo sie uns abgestochen hat. Die spawnen vielleicht doch. Schnauze, keine Zeit. Die spawnen also doch random. Ey, das ist nicht wahr, oder?
muss ich denn lang? Hier. Ja. Tür, das Ding ist weg. Ich komme hier nicht mal raus. Baby? Hallo? Wartet mal. Scheiße, bewegt euch. Brauchen wir den Hammer eigentlich noch? Wenn die da jetzt rauskommt. Ist das laut? Was muss ich jetzt mit dem Babyfon machen? Zum Baby-Dings vielleicht gehen? Was? Was mache ich damit? Wie lacht? Was? Warte mal kurz, Pippi. Das hab ich gar nicht gesehen. Was ist das? Ich glaube, wir brauchen die. Das sind die Bäder, die wir brauchen für den einen Raum. Ich laufe die ganze Zeit an uns vorbei. Mir kam nur gerade das Gesicht bekannt vor, die Gemälde, weil wir die ja auch unten hatten. Ich bin gerade, ich dachte, vielleicht hängt da gerade was. Aber das hier. 5, 0, 3, 7, 3. Hey! Musst du mal dringend kacken? 0, 3, 7, 3.
Creepy, wenn du mir noch sagen würdest, was ich mit dem machen soll. Ich nehme mal kurz meine Tabletten hier mit. Gibt es irgendwas, was wir mit Zahlen hatten? Ja. Was war mit dem Zimmer? Was war mit dem Zimmer? Ich habe es gerade akustisch nicht lesen können. Irgendwas, dass es nicht nach dem Muster aussieht? Ich dachte, hier steht gerade einer. Oder sitzt im Dings. Mir fällt gerade nichts ein, was mit Zahlen zusammenhängen kann. Wir haben einmal das Gemälde. Vielleicht machen wir zuerst die Gemälde. Wo waren nochmal die Gemälde? Die im Wohnzimmer? Von den Gemälden wissen wir jetzt. Die Bilder, hoffe ich zumindestens. Wie gesagt, die waren ja oben. Mit den Gemälden, warte, das war. Ich habe mir ein Foto gemacht. Oder Deutsch, ich habe mir ein Foto gemacht. Gesicht ohne Mund. Vielleicht lassen wir erst einmal. Ich glaube, den Hammer brauchen wir erst einmal nicht. Der wird ja eh bei uns irgendwo hingekachelt. Das war falsch. Ah, der hat es immer noch. War das jetzt das? Es war, mein Handy ist ausgegangen. Aber was anderes kann es ja irgendwie nicht sein. Das ist die Eiskugel, dann ist die Öffnung oben und dann ist die Öffnung unten. Tschüss, Tabletten, waren schön mit euch. So absolut gar nicht. Auch nicht. Auch nicht. Und das kommt auch erstmal weg. Das heißt, wir haben hier alles umsonst umgestellt. Anderen Beinköpfe hängt die vielleicht dahin. Ein Bild fehlt uns noch. Ich sehe absolut gar nichts.
Das hier. Mal gucken. Oh, Leute. Ich glaube, ich hätte richtig lange dran gesessen. Hätten sitzen du können. Moment, ich will meinen Hammer mit haben. Ich glaube, der Hammer wurde schon zurücktransportiert. Umi? Das ist niedlich. Ah ja, wartet mal, wir haben ja hier die Fusion bekommen. Ja! Oh, dann kann ich endlich hier abhauen. Dann fehlt uns, nur noch eins. Wie viele Räume haben wir denn jetzt eigentlich? Wartet mal, wir hatten ja noch einen Gang oder Gänge, wo wir immer zurückteleportiert wurden. Und warum haben wir diese verdammten Kassetten bei uns noch drin? Stimmt, das Badezimmer, da war noch ein Raum, den wir noch nicht hatten. Ich packe erstmal die Bibi-Dinger ran. Nein, ich will interagieren. Und eine Sache möchte ich noch gerne ausprobieren. Das ist das... So oft wie die im Bad gerade erscheint. Ich glaube, im Bad ist irgendwas. Hier. Es geht? Hä? Ich dachte, das geht jetzt. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Aber das haben wir doch am Anfang doch eigentlich ausprobiert, oder? Warte mal. Lass uns erstmal die andere Kassette anhören. Das haben wir doch am Anfang eigentlich ausprobiert. Es hat doch nicht geklappt. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. Treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Fünf Zahl? Inneres Haus?
Das heißt, wir haben sehr viele Videokassetten. Wir haben sehr viele Kassetten verpennt. Aber ich wusste auch am Anfang nicht, ich wusste auch nicht, was ich mit den Kassetten machen kann. Weil wir standen dran und konnten nichts machen. Doch, wir haben es immer wieder reingepackt, aber es ist ja nichts passiert. Und wie gesagt, so oft wie sie da drin hockt, muss das was bedeuten. Aber wir haben hier zwei Schlüssel noch. Ich musste kurz niesen, wartet. Entschuldigung. Leichte Verwirrung bei mir. Ich habe gerade angeklickt. Also wundert euch nicht, weil ich den Dings aufgemacht habe. Ich glaube, das ist der einzige Raum, den wir noch haben. Oh. Wenn das der einzige Raum ist, ich werde mal kurz das mir anhören gehen. Das tun wir uns noch an. Dann erzähl mal. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor, even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. Deswegen hast du sie oben in Dings Engelsbett gebeten. Kann man ein Kind zur Welt bringen und dann Demenz werden? Ich glaube, es ist alles möglich. Ich glaube, es ist... Haben wir jetzt alle? Ich glaube, wir haben alle. Gut, dann bleibt ja eigentlich nur noch das eine Zimmer. Oh, uns fehlen noch zwei. Ich bin auf vier ausgegangen. Uns fehlen noch zwei. Warte, dann haben wir ja noch einen Raum, oder? Oh, lasst mich mal nachdenken. Was müssen wir eigentlich da machen? Aber die würde da ja nicht umsonst ein paar Mal drin hocken. Oder ist es einfach nur getriggert worden, weil wir im Dings waren? Three,
mit dem Huhn vielleicht? Erste wäre 5. 5 hätten wir, und das gebietige Schrei geht mir auf den Sack. Wir gehen mal zu der 5 durch. 5, 0, 3, 7. Guck mal, die Zahlen sind aber jetzt anders. 5, 0, 0, oder? 0. Sind die auch wieder anders? 5. Ja. 3 ist das? Wenn ich mich nicht irre. 7 und 3. 5, 0. Okay, komm, quatsch mich nicht vor. Ich hab Schiss, dass sie auf einmal im Dunkeln steht. Es funktioniert hier nicht. Und die 3 nochmal. Die Zahlen verändern sich auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Deswegen steht wahrscheinlich auch... Oh, wahrscheinlich steht auch das Babyfon da. Oh, ist das eine Geräuschkulisse. Don't touch that. Ich hab schon wieder Gänsehaut. Sind wir? Ich habe irgendwie gerade so voll am Mutterleib gedacht. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Und es ist verdammt laut. Ach, wir sind hier. Im Magen des Dämons. Da. Ich hab kein Feuerzeug mehr, fällt mir ein. Das ist mein letztes. Letztes! Brauche ich denn auch das Gequatsche von ihr? Nein. Oh. Ich glaube, das eine Teil, was uns noch fehlt, es sind ja 2, vielleicht bekommen wir das eine Teil hier, ja, und finden da noch einen Schlüssel. Und die Kiste dafür wäre im Schlafzimmer, weil da kommen wir, glaube ich, ran. Da sagt er mir auch nichts mit Elchi Betchi. Ach nee, der heißt ja Gisela bei mir. Oh. Wird Bibi gekocht? Ich glaube, Bibi wird gekocht. Ich mache ein bisschen heißer, das ist ganz schön laut auf den Ohren.
ist leicht verwirrend. Man hätte nicht gedacht, dass man wirklich so hin und her rennen muss. Oh. Ich glaube, Gisela hat eine Magenverstimmung. War das? Ich hoffe, sie ist jetzt nicht. Bring mir mein Schneier. Okay, Mami. Ich würde sagen, abwärts. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpennt. Wozu brauchen wir eine Kurbel? Ich fliege immer auf die Schnauze irgendwie. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen, ich werde hier eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.